Hallo! Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video präsentiere ich euch die Essence-Palette iFlirt Party Look. Viel Spaß beim Anschauen! So, wir schauen uns jetzt die Essence-Palette iFlirt Party Look Eyeshadow Palette an. Das Ganze kommt in so einem Karton. Der ist jetzt leer, weil ich es rausgenommen habe. Das reflektiert so ein bisschen. Sieht eigentlich relativ edel aus, muss ich sagen. Also zum Verschenken eine relativ schöne Verpackung. Die Palette selbst sieht jetzt so aus. Wenn man die öffnet, ist da ein großer Spiegel drin, der jetzt momentan so milchig verklebt ist. Und das sind jetzt die Farben. Ja, ihr kennt mein System. Ich fange beim Swatchen immer von links nach rechts, von oben nach unten an. Ja, da werden wir jetzt einfach Reihe für Reihe durchgehen und die Farben ansehen. Die erste Farbe ist eine Farbe, die man auf meiner Haut wahrscheinlich wieder nicht sehen wird. Das ist so eine typische Base-Farbe. Da kommt aber gleich so eine dunkle. Bei den dunklen matten Farben sieht man immer, dass die Pigmentierung einfach nicht so hoch ist, wenn die Paletten in diesem Preissegment liegen. Das ist aber, wie gesagt, für diesen Preis normal. Die Konsistenz ist bei allen recht cremig. Was zu beachten gibt, ist, dass die schimmrigen teilweise recht bröselig sind. Das kann also bedeuten, dass man beim Schminken eventuell relativ hohen Fallout hat, beziehungsweise dass man da einfach vorpudern muss unter dem Auge, dass man es wieder abnimmt, weil es wahrscheinlich bröselig werden wird und wahrscheinlich runterbröselt beim Schminken. So, das sind die Töne der ersten Reihe, mit diesem angefangen, den man eher schlecht sieht. Ein neues Wattepad. Das Wattepad fällt auseinander. Grundsätzlich finde ich diese Essence-Paletten zum Anschauen recht schön. Also sie sind recht ansehnlich. Sie sind als Geschenk, finde ich, recht gut geeignet. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Look damit geschminkt. Ich kann also nicht sagen, wie es jetzt zum Schminken selbst ist, aber ich werde es demnächst probieren, dann kann ich vielleicht einen Nachtrag oder ein Video machen. So, gehen wir zur nächsten Reihe. Ist wieder so eine, eher so ein Base-Ton. So, das ist die zweite Reihe, angefangen mit diesem Ton, der relativ neutral ist und bei mir eher als Base verwendbar ist. Obwohl er schimmrig ist und schimmrig für Base vielleicht nicht optimal ist. Ja, den finde ich übrigens, den da, finde ich relativ schwierig. Er ist relativ blass und relativ komisch zum Auftragen. Finde ich jetzt als Farbton schwierig. Hat sich auch nicht so wahnsinnig gut aufbauen lassen. Also bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich wahnsinnig brauchbar ist. Ist wahrscheinlich eher so ein Ton, den ich dann, sage ich mal, in der Praxis nicht benutzen werde. Passt, glaube ich, auch nicht so ganz zu meinem Auge und meiner Haarfarbe. Gut, dann sind wir bei der dritten Reihe. Wäre so ein optimaler Ton für mich mit meiner Haarfarbe.
So, das sind alle Töne der dritten Reihe, angefangen mit diesem, der relativ hell ist. Also ich finde ja die lila Töne alle, also rosa, lila, alle durch die Bank sehr gelungen. Mir gefallen die sehr gut. Kann aber daran liegen, dass ich die natürlich favorisiere, weil ich auch sowas verwenden muss, damit einfach der Eyeshadow auch irgendwie mit meinen Haaren harmoniert. Es würde einfach komisch aussehen, wenn ich da jetzt irgendwelche bunten Farben verwenden würde. Meine Haare sind dann irgendwie rosa lila. So, dann sind wir bei der vierten und letzten Reihe. Wieder eher so ein Base-Ton. Sehr, sehr neutral, sehr hautfarben. Sehe ich schon beim Hinschauen fast gar nicht. Der ist sehr schön. Natürlich die matten dunklen Töne sind wie immer problematisch. Der erzeugt sehr viel Fallout. Also den letzten finde ich auch problematisch. Gut, das ist jetzt die vierte und letzte Reihe, angefangen mit diesem Ton, den ihr quasi gar nicht sehen könnt. Der hat wirklich meine Hautfarbe. Der ist sehr schön, sehr, sehr schön. Die dunklen Töne finde ich sehr schwierig, sind wenig pigmentiert, schmieren sehr und lassen sich eher schlecht aufbauen. Also, jetzt habt ihr alle Farbtöne gesehen. Es ging um die Palette Essence Eye Flirt Party Look. Nachdem ja bald Weihnachten ist, wäre das vielleicht so eine Idee, falls ihr euch da interessiert für die Paletten. Seid euch einfach eben informiert über die Farbtöne. Probiert es auch mal aus im Geschäft, ob euch die passen oder nicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Das ist ganz wichtig. Abonniert meinen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.